Ich habe das Gefühl, dass auf der oberen Insel oder in der mittleren, glaube ich, nur Kämpfe sind. Ich glaube, ich habe bisher nur einen Fuchsbau irgendwie mal gesehen. Und auch gar keine heiße Quelle. So, wer hat jetzt ein Geschenk für mich? Da ist er. Du hast doch bestimmt kein Geschenk. Haben die hier so eine Art Altar irgendwo? Lasst mich eure Rüstung veredeln. Natürlich nicht wieder für die, die ich gerade anhab. Ach. Bis bald. Wo ist denn mein Geschenk? Ist auch irgendein Schmied. Pfeile. Händler. Hä? Das wird auch hier angezeigt. Geschenkaltar. Wo habt ihr denn hier ein Geschenkaltar? Da oben? Nee, sieht eigentlich auch nicht so nach Altar aus. Naja, dann hole ich das später irgendwann. Oder in einer anderen Stadt. Fürst Sakai. Norio. Wir waren alle um Hochi besorgt. Sie brauchen eine Pause. Solche Augenblicke sind derzeit selten. Ich war mal wie Sie. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie in der Nacht vor Komoda. Ich finde seinen Bart so geil. Wie schlimm war's? Komoda? Schlimm. Wir verloren alle. Der Strand war von Blut durchtränkt. Der Sand wie Brei. Ein albtraumhafter Anblick. Wir ritten Richtung Süden, bis in die Nacht. Ein Sturm zwang uns anzuhalten. Auf einem Gehöft schliefen wir etwas. Schreie rissen mich aus dem Schlaf. Das Haus in Flammen. Plündernde Mongolen. In Ketten kamen wir nach Kaneda. Nachdem wäre ich lieber im Kampf gestorben. Ich ahne, wo sie Hochi festhalten. Wollt ihr jetzt gehen? Ja. Drei Taten, drei Illusionen. Ich finde super, dass sein Bart jetzt angezeigt wird. Da gibt es nämlich eine Einstellung für eine Option. Wo gehen wir hin? In ein Küstenlager. Mongolenschiffe auf dem Weg nach Norden holen dort Vorräte und Gefangene. Auf hoher See werden wir ihn verlieren. Fürst Sakai, was macht ihr, wenn das alles vorbei ist? Ja, wo geht er denn lang? Ach, hier. Neuanfang? Ich weiß es nicht. Ich kann unmöglich heimkehren und einfach weitermachen wie zuvor. So geht es mir mit meinem Tempel. So lange war mein Weg klar vor mir. Dem achtgliedrigen Pfad folgen. Eine Familie gründen. Dem Zedern-Tempel dienen. All das könnt ihr immer noch tun. Ich ging wegen meines Bruders in den Tempel und stellte mir immer vor, wie meine Kinder und Enjos Kinder gemeinsam aufwachsen. Unsere Frauen werden befreundet. Höher! Die Mongolen haben nicht alles genommen, Norio. Eines Tages sind sie fort. Und ihr habt euer Leben noch vor euch. Es ist nicht mehr nur mein Leben. Ich muss für Enjo und die anderen gefallenen Mönche leben. Empfindet ihr nicht ebenso für die Samurai von Komoda, als wäret ihr ihnen schuldig? Ja. Manchmal. Als müsse mein Leben für 100 Samurai zählen. Doch das erscheint mir unmöglich. Vielleicht ist es das. Mein Leben vor der Invasion kommt mir vor wie das eines anderen. Oder wie die Kindheit. Vielleicht empfindet ihr in 20 Jahren dasselbe für diesen Augenblick. Fürst Sakai, ich sagte doch, Hochi sei entschieden gegen Gewalt. Nur er sei anderer Meinung als die Kriegsmönche. Er hasst alle Waffen. Auch eure und meine. Er kann mich belehren, so viel er will, wenn er sicher in Akashima ist.
Wir nähern uns dem Lager. Ja, dann würde er vielleicht ein Problem haben, wenn wir da gleich ankommen. Aber wie geil sieht das hier eigentlich schon wieder aus? Wieder so komplett anders, als er gerade war. Erledigt ihn. Hey. Ah ja. Gut, dass wir Waffen haben. So, Krieg verkackt. Das war knapp. Über das ganze Lager. Was ist mit dem Kornspeicher? Gut. So. Kornspeicher sind das. Ich dachte eher so an Wohnungshütten. Obwohl, sieht schon sehr nach Wohnung aus, irgendwie hier drin. Spien. Wir müssen Hotchi finden. Die Mongolen halten da jemanden fest. Hotchi, er muss es sein. Wenn ich allein gehe, kann ich unbemerkt zu ihm gelangen. Er kann auch ehrenlos sein und alle umbringen. Eine Signalkanone. Ich könnte sie auslösen und sie ablenken. Und ich hole Hotchi raus. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein besserer Plan, wenn ihr abgelenkt sind. Ich suche Hotchi und treffe euch dort. Wartet nicht auf mich. Bringt Hotchi zurück ins Dorf. Ich komme zurecht. Ja, schön. Wir sehen uns dann ohne deine Hilfe machen. Feuert die Signalkanone ab. Ich hole Hotchi. Sucht Zuflucht bei Amida Buddha, mein Herr. Ihn. Boah, diese Atmosphäre ist so geil gemacht, irgendwie mit dem Nebel. Oh, direkt in den Gegner reinlaufen. Moment, so, kann ich hinlaufen. Kann ich den umlegen? Attentat. Ah, ist eigentlich nicht so gut. Wird. Kann ich die Herausforderung? Muss ich tatsächlich schleichen? Könnt ihr wahrscheinlich gleich merken. Okay, es kommt. Gut gemacht, mein Freund. Das dürfte die Mongolen aufscheuchen. Ja, außer einen. Aber der bewacht ihn auch. Das ist easy. Bitte nicht! Easy. Also die kommen jetzt alle zurück und wollen kämpfen. Dann haben wir ein Problem. Was ist hier los? Wer seid ihr? Ein Freund, wir müssen weg. Ich kann nicht weg. Die Mongolen bringen mich zum Zedern-Tempel. Die Menschen dort brauchen Heiler. Dringend. Dafür ist keine Zeit. Tut mir leid, aber ich muss hier bleiben. Jin! Hotchi! Norio? Was macht ihr denn hier? Der Alarm hat einen Plünderertrupp angelockt. Sie sind ganz nah. Verdammt. Bleibt zurück, Hotchi. Wir halten sie euch vom Leib. Norio, zieht eure Klinge. Ich sag doch. Jetzt müssen wir kämpfen. So wehe du stirbst. Ah ja. Oh, verdammt. Wollte eigentlich. Oh, es sind so viele. Oh, sie brennen alle. Das ist ja nice. Na, das ist los. Nicht zu ihm hin. Neue Sicherheit, ja. Jetzt ist sie gar nicht mehr. Oh Gott, ich hasse diese Blendgranaten. Oh, ich will nichts mehr spielen. Ich will nichts. Oh nein, oh nein, oh nein. Lass ihn in Ruhe. Ich soll in Deckung gehen, dass ich nicht ihn ausgesehen habe. Oh, kasse diese scheiß Blendgranaten. Euch werde ich Manieren lehren. Ein Mönch des Zedertempels ist euer Sensei. Sind die anderen bei euch? Ach, er ist fast tot, naja. Gerade nur so geschafft. Alle sind fort. Nur ich bin hier. Tut mir leid. Ich wünschte, die Blutbäder wären vorbei.
Die Mongolen suchten nach mir. Ich ergab mich, um Leben zu retten. Woher wussten sie, wie sie euch finden? Sie wussten, ich war in Akashima. Und ich sollte zum Zedern-Tempel zurückkehren. Sie brauchen einen Heiler. Ihr wolltet die Verwundeten des Feindes behandeln? Ob Mongolen oder Japaner, wir alle leiden. Einige verdienen es. Doch das heißt, ist der Zedern-Tempel gefallen? Ich weiß nicht. Norio, bringt Hochi zurück ins Dorf, bevor die Verstärkung ankommt. Sie werden Rache wollen. Ich komme nach und wir machen einen Plan. Dann kriegen sie halt Rache. Boah, bin ich froh, dass er gerade nicht gestorben ist. Das war ganz schön knapp. Yay, ein Technikpunkt. Talisman der Lebenskraft. Ich glaube, das habe ich schon. Habe ich den hier sogar... Ich glaube, den habe ich schon ausgerüstet. Ja, den habe ich schon. Erstmal ganz geschillt hier hocken. Zwischen den ganzen Leichen. Ist schon sehr romantisch. Aufzeichnung aktualisiert. Können wir seine Mission? Geister im Nebel. Können wir das direkt weitermachen? Ich hoffe, der ist nicht so weit weg. Ah, ne. Ist ja direkt da. Könnte ich ja direkt mal eine Schnellreise hinmachen. Dann mache ich mal seine Geschichte so weit weiter, wie es geht. Und ich hoffe, er kriegt keinen weiteren Bambusstand. Die finde ich ja auch irgendwie ständig. Aber es ging tatsächlich bisher mit dem Bambusstand. Ich dachte da, also ich habe zumindest gehört, dass es da noch sehr, sehr schwierige geben soll. Bisher ging es eigentlich alles. Geister im Nebel. Da fällt mir gerade diese eine Mission ein, die so ein bisschen The Last of Us mäßig war, so im Wald. Wo auch irgendeiner dachte, da wären auch irgendwie Dämonen oder irgendwelche Viecher, wenn man da im Dunkeln da rumlaufen musste. Es ist Gewalt mit Gewalt zu vergelten, Norio. Es ist richtig, mehr Leiden zu verhindern. Wenn ihr diese Banditen tötet, rächen sich andere. Kann ich noch mit dem da rechts sprechen? Ja. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Mit? Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Ich würde gerne mal wieder eine finden. Aber wenn die nach Schwefel riecht, was badet er bitte? Das klingt nicht so gesund. So, Norio, ich bin wieder am Start. Fürst Sakai! Was ist los? Mongolen sammeln sich in der Nähe. Bereit zum Angriff. Wir sollten zur Burg Kaneda fliehen. Flieht und die Mongolen werden euch jagen. Keiner von euch wird die Mauern Kanedas erreichen. Aber unsere Hände bleiben sauber. Erzählt dem Dorf, was ihr fürs plant, Hochi. Das will ich sehen. Norio, der achtgliedrige Pfad sollte euch wichtiger sein als die Meinung anderer. Erst lauft ihr Enjo nach, jetzt Fürst Sakai? Könnt ihr nicht selbstständig denken? Nehmt meines Bruders Namen nicht in den Mund. Genug. Norio und ich übernehmen das Kämpfen. Der Rest kann sich verstecken. Ich verstecke mich nicht. Ich töte nicht. Aber ich bin kein Feigling. Wenn er drauf geht, dann ist das auch nicht unsere Schuld. Ich glaube schon, dass Norio durchaus selbstständig denken kann. Ich meine, er ist auch ein Kriegsmönch. Er will halt auch kämpfen. Ich sehe mich im Dorf. Mal sehen, was wir schnell zur Verteidigung aufbauen können. Schaut alle um euch. Macht euch bereit zum Verstecken. Eines dieser Dächer sollte gehen. Steige im Dorfzentrum auf ein Dach. Das war mal eine interessante Mission. Ihr müsst euch alle hier versammeln. Bringt eure Familien. Schnell. Nee. Ah, doch. Ah ja. Ja, spielen. Hier, perfekt. Ein Tempel. Dort können sie sich verstecken. Vergewissert euch, dass alle hier sind. Familie, Freunde, Nachbarn. Fliehen wir in den Sumpf, verirren sich die Leute. Werden getrennt.
leichte Beute. Kommt alle her. Nicht weglaufen. Keine Mauern. Die Mongolen können von überall her angreifen. Kein Grund zur Panik. Kommt einfach her. Ja, ich glaube, der Tempel ist wohl die beste Option. Hier unten ist noch was. Räuchergefäße. Ein bisschen Schwarzpulver in den Weihrauch. So wird der Rauch schön dicht. Und reicht als Deckung. Norio und Hochi bringen alle zum Tempel. Ich kümmere mich hier um die Mongolen. Dann geben sie mir die Schuld, nicht den Dörflern. Mein Herr, wir haben alle versammelt. Bringt sie zum Tempel. Ich lasse euch nicht allein kämpfen. Wenn die Mongolen zum Tempel kommen, wer beschützt diese Leute? Ich tue, was ihr sagt. Haltet die Naginata bereit. Ich schulde euch einen Krug Sake für Hochis Gesellschaft. Hergehört! Mongolen kommen hierher. Folgt mir zum Tempel. Auf die Mongolen wartet der Zorn eines Samurai. Bitte, herhören! Tut, was Norio sagt! Wir suchen Unterschlupf im Tempel! Schnell! Alle Mann zum Tempel! Bewegung! Weihrauch anzünden. Warte, mit den Anzünden. Ah, okay, ja. Dachte ich mir nämlich auch gerade. Das ist natürlich eine schlaue Idee, aber wir müssen trotzdem kämpfen. Am Ende sehe ich nichts, weil überall Rauch ist. Zack, zack, lauft mal schneller hinten. Unten ist nur eins. Oh Gott, dieser Bereich würde auch schon wieder riesig sein. So. Einmal Zeug reinwerfen. Ah, hier noch was in der Nähe. Da oben. Schon wieder ein goldener Vogel. Der will mich doch bestimmt wieder zu einem Kack-Bambusstand führen. So, zwei noch. Ich brauche eine Stelle am Dorfrand zum Warten. Will er die Dinger nicht noch irgendwann anzünden? Am Dorfrand. Welcher Rand denn? Drüben irgendwo. Wahrscheinlich wo? Ah ne, hier. In dem Haus? Ja, stimmt, ich hatte ja noch mein R2. Kann ich das hier verwenden? Rauchbombe. Es kommt zumindest die ganze Zeit, wenn ich hier irgendwo rumstehe. Hm. Ach, da oben ist ein Seil. Ah. Jetzt. Ich weiß noch nicht, ob ich aufs Dach soll. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Jetzt bin ich schon mal da. Das war der optimale Spot hier. Ach, so geht auch. Warum Türen benutzen? Wenn man auch vom Dach aus reinkommen kann. Sie sind hier. Ich muss die Räuchergefäße entzünden. Hoffentlich mögen die Mongolen Rauch. Ja, Kettenattentat. Bam. Ich sag euch, ich sehe selber auch nichts mehr. Aua. Ich kann es hinten. Hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Wohl könnte das Große hier auch noch anzünden. War das nicht hier? Ach, da. Ist das nicht eigentlich auch ehrenlos, wenn ich einen Kettenattentat mache? Wie einfach wegrennt. Das war ja süß. Oh, ich glaube, der holt Verstärkung wahrscheinlich. Ich muss mir Nudelsorgen.
Da bist du ja. Das mit dem Weihrauch hätte man sich auch so ein bisschen sparen können. Es ist eh dunkel. Ein bisschen neblig. Ach, nein, ich kann es nicht. So. Das ist der Dicke. So, geh doch. Ich muss nach Norio und Hoshi sehen. War's das schon? Habe ich überhaupt alle Gefäße angezündet? Ich bin mir nicht so sicher. Dann gehen wir zum Tempel. Oh, da ist ja mein Geschenk. Ich habe den Tempel gefunden. Okay, die anderen können erstmal warten. Ich hole erstmal ein Geschenk. Hey, 100 Vorräte. Bald kann ich mir die nächste Rüstungsstufe mal kaufen. So, da drüben. Ach, natürlich werdet ihr auch angegriffen. Was auch sonst. Bam. Jetzt mal alle anzünden. Ja. So macht man das. Was ist passiert, Dorio? Ich habe gekämpft. Ein Mongole schlich sich von hinten an. Hoshi warf sich zwischen mich und seine Waffe. Ihr beide seid tapferer als viele Samurai, die ich kenne. Ich wusste nicht, dass er hinter mir war, bis ich den Schrei hörte. Ehe ich mich umgedreht hatte, war er tot. Ihr tragt keine Schuld. Norio. Immer wenn sie den Deckel der Grube hoben, wurden wir geblendet. Diesmal stank einer von ihnen nach Sake. Ich fühlte Hände, die mich hochzogen, aber mein Bruder stürzte sich auf sie. Er war hungrig, verwundet, aber er kämpfte. Er kämpfte so sehr. Norio, ihr müsst das nicht. Doch, ich muss. Sie ließen ab von mir und nahmen Enjo. Sie holten meinen Bruder. Alle Männer, die nach Süden ritten vom Zedern-Tempel. Alle tot. Außer mir. Sie verdienen zu leben, aber ich verdiene den Tod. Ich dachte genau dasselbe nach Komoda. Viele Male. Ich weiß nicht, warum wir überlebten, Norio. Aber wir leben. Und diese Menschen zählen auf uns. Mehr haben sie nicht. Die Menschen von Akashima sind am Leben dank euch. Vergesst das nicht. Denn sie tun es auch nicht.